Also das ist ein riesengroßes Handfeld und in dieses Handfeld haben wir verschiedenste Veranstaltungsflächen integriert und eben das Ganze in ein Labyrinth eingebettet, das von oben ein wunderschönes Bild ergibt. Und hier bieten wir unseren Besuchern die Möglichkeit, dass sie was über die Natur kennenlernen, also die Natur erleben. Und da haben wir eben so spielerisches Lernen drin, das Edutainment. Also zum einen nimmt man wirklich was mit nach Hause und auf der anderen Seite kann man sich den ganzen Tag drin amüsieren und Spaß haben. Neben dem Studium hat man ja bekanntlich ein bisschen Zeit und da haben wir uns irgendwann gedacht, okay, machen wir was Sinnvolles. Da waren wir eben in einem Biergarten bei einem grünen Lehrpfad. Da haben sie Hanfpflanzen auch vorgestellt und ja, dann ist uns die Idee gekommen, okay, das Ganze haben wir schon mal in einem Maisfeld gemacht, warum das Konzept nicht ausbauen, den Leuten mehr bieten und dann Hanf als Pflanze hernehmen, dass das Ganze attraktiver wird. In einem Maisfeld, ja, ist auch ganz nett, aber bei uns, das ist wie im richtigen Dschungel. Wenn man da reinkommt, das ist nicht zu vergleichen. Die Pflanzen werden über 4 Meter groß und vom Bewuchs her, das ist ein einmaliges Feeling, wenn man da durchläuft. Wenn wir die 50.000 Euro gewinnen, werden wir das Ganze in unsere Parks investieren und hier noch eine Menge weiterer Attraktionen schaffen können. Also wir werden dadurch eine schnelle Marktdurchdringung erreichen. Das heißt, wir werden einen dritten Standort im ersten Jahr mit aufmachen. Zumindest peilen wir das an.